Grüß euch, Alpin-Freunde. Heute bin ich mit Heinz. Grüß euch. Auf den Katzenstall gegangen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen vom Video. Und wenn es euch gefallen hat, wird man sich freuen, ein Abo hinterlasst und einen Daumen hoch. Alpin-Freunde. Unsere Tour startet in Gmunden beim Gasthaus Franzl im Holz. Bei guten Verhältnissen braucht man ca. 3 Stunden auf zum Katzenstall. Obige tun wir über denselben Weg, wie wir auf sind. Zehn Minuten entlang der Vorstraße kommen wir schon auf eine Kreuzung. Da kommt man jetzt die Vorstraße weitergehen. Oder die Abkürzung im Wanderweg rein. Wir nehmen den Wanderweg. Eine halbe Stunde gehen wir. Wir biegen jetzt links an Richtung Ladachsee. Minuten sind wir unterwegs, sind wir angekommen am Ladachsee. Wir werden die Schorten da aufsteigen und dann links rum unser Ziel, unser heutiges im Katzenstall. Eine Stunde gehen wir circa und jetzt biegen wir an. Gassenstein. Über den Gassen steig auf für die Schorten. Da steht was von der Stunde 15. Der Heinz. Jetzt zieht der Handschuh auf einmal. Für einen Hund ist die Tour nix und deine Kinder brauchen eine gute Kondition. Stunde 20 sind wir unterwegs, sind wir auf der Schorten gekommen, auf der Tafel steht da rauf, eine Stunde bis zum Gipfel, das ist realistisch. Gut, Heinz. Da haben wir ein Katzenstallfenster angekommen. Müsst ihr euch anschauen. Naja, ich glaube, eine Dreiviertelstunde
Wir haben ja schon noch brauchen, dass wir um sind. Heinz ist nicht so dick. Der hat Handschuh vorne in der Jackentasche drinnen. Sagt er zumindest. Drei Minuten bis zum Gipfel. Wir sind eh schon wieder in Abstieg. Ich finde, es war wieder eine recht liebe Geschichte heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Bergvideo wieder dabei seid. In diesem Sinne, viert euch! Viert euch! Kamera zu dir dran. Ja. Jetzt haben wir was. Ich habe mir gedacht, heute kommen wir ohne Outtakes aus. Nein. So, wenn es beim nächsten. Nein, Heinz. So einfach geht es nicht. Ha 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 ha.